Rıskula Bayece ist Türke und syrisch-katholischer Christ. Eine Minderheit, die von den Muslimen gerne Gavur genannt wird. Ungläubige, mit denen es nur Schwierigkeiten gäbe. Bayece kommt regelmäßig in den großen Basar von Istanbul. Man trifft Geschäftsfreunde, man kommt zum Tratsch. Heute hat er anderes im Gepäck. Einladungen für einen Gottesdienst mit dem Papst. Zu reden gibt es genug. Das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen in der Türkei ist anlässlich des Papstbesuches nicht einfacher geworden. Lautstarke Proteste von Muslimen hatten vor Tagen die Christen allgemein angegriffen. Es muss sich ja nicht gleich jeder freuen über diesen Besuch, aber wir sind ausgesprochen glücklich. Und das ist die Hauptsache. In meiner Kindheit kam es vor, dass muslimische Kinder uns Christen auf der Straße gezwungen haben, auf zum Kreuz gehaltene Finger zu spucken. Ich habe auf meine Finger gespuckt, aber das war für mich ja nicht das wirkliche Kreuz. Das trage ich im Herzen. In der Schmuckwerkstatt von Bayece. Goldene Ketten, das Handwerk seiner Vorfahren. Heute ist seine Familie über die ganze Welt verstreut, ausgewandert, schon vor Jahren. Das Kerngebiet der syrischen Christen, auch Suryani genannt, ist der äußerste Südosten des Landes. Doch die meisten von ihnen leben mittlerweile in der Westtürkei oder im Ausland. Eine Besonderheit in Bayeces Werkstatt, mit Laser gravierte goldene Marienanhänger. Sie gehen überwiegend in den Export, in christliche Nachbarländer wie Bulgarien oder Griechenland. Mit den wenigen Christen des Landes ließe sich hier kein Geld damit verdienen. Unsere Väter und Großväter waren schon Goldschmiede. Es gab nur ein paar Berufe, die Christen ausübten. Das waren Handel, Schmuck und Schneidereien. Antakya, nahe der Grenze zu Syrien gelegen, war unter dem Namen Antiochia eine der wichtigsten Handelsstädte des Orients, mit einem nahen Hafen zugleich wichtigste Keimzelle des Christentums außerhalb des Heiligen Landes. Hier soll Petrus, später das erste Kirchenoberhaupt, die erste Christengemeinde unter diesem Namen versammelt haben. Und aus dem nicht sehr weit entfernten Tarsus entstammte der Apostel Paulus, der von Antiochia aus zu einigen seiner Missionsreisen nach Kleinasien und Griechenland aufbrach. Ein anderer Meilenstein in der Entwicklung der christlichen Lehre war Nicäa, heute Isnik. Die Stadt ist berühmt für die Herstellung edler Fayencen. Die kunstvolle Fertigung hat dort eine jahrhundertealte Tradition. In zwei Konzilen während des ersten Jahrtausends wurden hier Grundpfeiler der christlichen Theologie entwickelt, die für die ganze damals noch ungeteilte Kirche Geltung besitzen. Im Theater von Ephesus, einer Weltstadt der Antike an der Ägäisküste, wurde der Apostel Paulus scharf angegriffen, weil er mit seiner Verkündigung der Herstellung von Artemis-Figuren das Geschäft verdarb. Und in dieser Stadt traten vor beinahe 1600 Jahren die Bischöfe zusammen, um die Lehre von Christus und von Maria als Mutter Gottes, der zugleich Mensch war, zu definieren. So ist heute auch die Wirkungsstätte des heiligen Nikolaus, die auf Türkisch Demre heißt, nicht nur ein Zeugnis frühen christlichen Wirkens, sondern auch voll ins Konzept der touristischen Vermarktung integriert. Nicht weit von der westanatolischen Stadt Seldschuk und der antiken Metropole Ephesus entfernt, steht auf einem Hügel ein kleines Gebäude, das der Überlieferung nach Maria, der Mutter Jesu, als letzter Wohnort gedient haben soll. Seine Mauern stammen aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. Seine Fundamente sind wesentlich älter. Jeder Ephesus-Besucher wird auch hierher geführt. An hohen kirchlichen Feiertagen pilgern viele, vor allem orthodoxe Christen, hierher und heften kleine Zettel und Fähnchen an eine Wand. Darauf bitten sie um Hilfe in schwierigen Situationen oder auch nur um Glück und Gesundheit.
daneben auch viele Muslime. Denn im Islam wird Maria als Mutter des Propheten Isa verehrt. Zu dem kleinen Komplex gehören auch Quellen, deren Wasser Segen, Kraft und Gesundheit bringen soll. Viele trinken davon oder waschen sich damit Gesicht und Hände und erhoffen sich davon heilsame Wirkung für Leib und Seele. Die jungen Leute, die in der Nähe Teller und Vasen mit christlichen Motiven bemalen oder Madonnen anfertigen, sind Muslime, aber mit Feuereifer bei der Sache. Im nahen Souvenirgeschäft finden ihre Produkte reißenden Absatz. Für die Überlieferung, dass Maria hier ihre letzte Ruhe gefunden haben soll, gibt es nach den Forschungen der Archäologen keinen Beweis. Einstimmen auf ein hohes kirchliches Fest. Musiker christlichen und muslimischen Glaubens begehen gemeinsam den Peter- und Paulstag, die Erinnerung an den Todestag der beiden Apostel. Wir sind wieder in der türkischen Stadt Antakya, dem biblischen Antiochia. Kommt zum Herrn, singt der Chor bei der katholischen Messe. In dieser Stadt haben sich wenige Jahre nach dem Kreuzestod des Jesus von Nazareth die Menschen, die an ihn glaubten, den Namen Christen gegeben. Hier hat Paulus seine erste Predigt in einer Synagoge gehalten. Bald wurde die Stadt der Sitz eines der ersten der drei christlichen Patriarchate. An diesem Ort spendet einmal im Jahr der päpstliche Gesandte, der höchste katholische Vertreter in der Türkei, die Kommunion. An diesem Tag feiern auch muslimische Aleviten das Andenken an die beiden Kirchenväter. Der Tag ist jedes Jahr Anlass für ein friedliches Zusammenkommen der drei großen Buchreligionen. Christen, Muslime und Juden versammeln sich und erinnern daran, dass ihre Religionen dieselben Wurzeln haben. Der römisch-katholische Bischof trifft eine Ordensfrau, die hier seit Jahren Pionierarbeit im interreligiösen Dienst leistet. Die deutsche Franziskanerin Schwester Barbara. Der Bischof ist Italiener, sein Name Luigi Padovese. Sein offizieller Titel, apostolischer Vikar für Anatolien. Zur Zeit des Apostel Paulus war die Stadt ein Schmelztiegel des Römischen Reiches. Rund eine halbe Million Menschen lebten an diesem ehemals mondänen Handelsplatz. Paulus und Petrus sind von hier aus in die Welt hinausgegangen, um die Friedensbotschaft der Menschheit zu verkünden und die Präsenz der jüdischen Gemeinde, die Präsenz der Muslime, die sich hier miteinander verständigen, glaube ich, hat diese Stadt zu einer Stadt des Friedens werden lassen. Heute hat der katholische Oberhirte an diesem heiligen Ort, ein paar Kilometer weiter nördlich, seinen Sitz. Iskenderun ist eine wichtige Hafenstadt der Türkei. Auch hier leben Menschen unterschiedlicher religiöser Herkunft. Türken, Araber, Kurden. Die wenigen Christen, die es hier gibt, halten eng zusammen. Typisch für eine Diaspora. Die Ökumene kommt hier von unten, nicht von oben. Es ist eine Lebensnotwendigkeit geworden, gerade weil unsere Leute gemischt sind. Also Orthodoxen mit Katholiken, Katholiken mit Armenier. Und aus diesem Grund her ist, wie gesagt, die Ökumene lebensnotwendig. Ja. Man macht das Beste daraus. Insgesamt leben in der Türkei heute noch 100.000 Christen, hauptsächlich Griechen und Armenier. Etwa 38.000 Menschen bekennen sich zum katholischen Glauben. Noch im 20. Jahrhundert war ihre Zahl wesentlich größer. Rund 1 Million Christen lebten zwischen dem östlichen Mittelmeerufern und dem Kaukasus. Das Massaker an den Armeniern und die Vertreibung der Griechen durch türkische Nationalisten haben die Gemeinden stark schrumpfen lassen. Bischof Padoveses Antwort auf diese Situation:
ein offenes Haus für die christlichen Kinder der Region. An seinem Bischofssitz wird nicht nur gebetet und das Evangelium verkündet, hier werden auch die freien Nachmittage verbracht. Rund 1000 Kilometer nördlich von Antakya, an der Küste des Schwarzen Meeres. Auch hier eindrucksvolle Spuren ehemals christlichen Lebens. Das Sulema-Kloster, in die steilen pontischen Berge geschlagen, konnte jahrhundertelang den Kämpfen auf kleinasiatischem Boden trotzen. Erst die Kriege des 20. Jahrhunderts setzten der Pracht und dem griechisch-orthodoxen Leben ein Ende. Im Ersten Weltkrieg begann dann der endgültige Niedergang. Kurz danach, 1923, im Krieg zwischen Griechen und Türken, ist das Haus ausgebrannt. Heute erinnern christliche Malereien in erbärmlichem Zustand an die Tradition griechisch-orthodoxen Mönchslebens in diesen Bergen. Die Reste eines katholischen Friedhofs sind Zeugen, dass es auch hier eine rege katholische Gemeinde gegeben hat. Viel ist davon nicht geblieben. Es waren Kaufleute und Seefahrer, oft aus Italien, die hier einen Stützpunkt für den Handel unterhielten. Immerhin, eine katholische Marienkirche steht noch in der Stadt. Bischof Padovese stattet ihr einen Besuch ab, feiert mit der kleinen christlichen Gemeinde die Heilige Messe. Hier zeigt sich die andere Seite des Lebens der Christen in der Türkei. Am 5. Februar ist der Priester der Kirche von einem 16-Jährigen nach dem Gottesdienst erschossen worden. Mit dem Ruf, Allah ist groß. Pfarrer Andreas Santoro hatte sich um georgische und russische Arbeitsimmigranten gekümmert. Man hatte ihm öffentlich immer wieder vorgeworfen, zu missionieren. Auch in Samsun, ein gutes Stück westlich am Schwarzen Meer, gibt es eine ähnliche Situation. In der Stadt wurde der katholische Priester Pierre Brunisi Opfer einer Messerattacke. Im milden mediterranen Klima von Antakya sind diese Konflikte weit weg. Im Lauf der Jahrtausende hat sich hier eine Kultur von Leben und Leben lassen entwickelt. Die Pilger entdecken eine Stadt wie aus dem orientalischen Märchenbuch. Sie tauchen ein paar Tage ein in das Leben in dieser Region und dann geht es zurück nach Mitteleuropa. Schwester Barbara und Bischof Padovese bleiben hier und sie hoffen, dass sich die tiefen Gräben zwischen Christen und Moslems auf diesem kleinen asiatischen Boden langsam schließen. Der Bischof weiß, dass nicht der Islam selbst dem Zusammenleben im Wege steht, sondern die gesamte Kultur hier, die stark vom muslimischen Leben geprägt ist. Das Problem liegt aber nicht im Staat, sondern innerhalb einer Kultur, die eine gewisse Schwierigkeit hatte, andere Weisen von Denken zu akzeptieren. Ja, und ich glaube, Türkei muss allmählich lernen, dass Demokratie und Pluralismus gehen und leben zusammen. Die Hagia Sophia, einst Kirche der Heiligen Weisheit und größte Kirche des Römischen Reiches. Erstmals geweiht im Jahr 300 nach Christus, mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. So hatte einmal ein Erdbeben die riesige Kuppel zum Einsturz gebracht. Der Neubau wurde 562 geweiht.
Kaiser Konstantin, Gründer des Oströmischen Reiches, ist zu sehen. Und Kaiser Justinian, er ließ die neue Kirche in nicht einmal 6 Jahren erbauen. Eine völlig neue Architektur hielt Einzug. Den Hauptraum des Gotteshauses dominiert die 56 Meter hohe Kuppel, die einen Durchmesser von mehr als 30 Metern hat. Der Bau der Kathedrale folgte dem Prinzip der Flächigkeit. Ziel war es, den Raum zu vergeistigen und zu entmaterialisieren. Den Christen diente die Hagia Sophia als Krönungskirche ihrer Kaiser. Das prachtvollste Mosaik ist das Andachtsbild aus dem 14. Jahrhundert. Es zeigt Maria mit Jesus und Johannes dem Täufer. 1000 Jahre bis zum Untergang des Osmanischen Reiches war sie die größte Kirche der Christenheit. 1453 eroberten die Osmanen Konstantinopel. Angeblich hielten sie bereits am ersten Nachmittag in der Hagia Sophia einen muslimischen Gottesdienst ab. In den folgenden Jahren dann wurde die Kirche zur Moschee umgebaut. Gebetsnischen und Sultanslogen entstanden, Mosaike und Kreuze verschwanden und wurden durch orientalische Ornamente ersetzt. 500 Jahre hielten die Muslime ihre Gottesdienste ab. Dann erklärte einer die Moschee zum Museum, Kemal Atatürk, Staatsgründer der modernen Türkei. Er ließ die byzantinischen Mosaiken wieder freilegen, ohne den muslimischen Charakter zu zerstören. Schon seit Jahren werden die Mosaiken von Verunreinigungen befreit, brüchiger Putz wird erneuert, was vom internationalen Restauratorenteam größte Sorgfalt und Geduld verlangt. Die scheinbar schwebende Kuppelkonstruktion der beiden Baumeister Antimios Kontralis und Isidoros von Milet wurde Vorbild für alle osmanischen Moscheen. Die wohl größte bauliche Veränderung in einer Moschee entstand durch die Errichtung der 4 Minarette. Dennoch galt die Hagia Sophia auch den orthodoxen Christen immer als ein besonderes Heiligtum. Die griechisch-orthodoxe Evangelista-Kirche im Istanbuler Stadtteil Dolapdere, 1892 erbaut, nun gesichert mit Stacheldraht und Kameras. In dem Viertel wohnten früher viele Griechen, aber ihre Zahl schrumpft genauso wie die der Kirchgänger. Der drückende Priestermangel hat dazu geführt, dass Pater Dositheos die Gemeinde übernehmen musste, zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben als Pressesprecher des ökumenischen Patriarchats. Und offiziell zählt die Gemeinde nur mehr 21 Mitglieder, die sich anschließend im Saal versammeln. Vor 30 Jahren waren es noch 7.000 bis 8.000 gewesen. Offiziell genießen die Griechen Minderheitenschutz. Ihre Kirche aber unterliegt vielerlei Beschränkungen. Noch stehen in Istanbul, dem alten Konstantinopel, 42 orthodoxe Kirchen. Aber nur mehr zwischen 2.000 und 4.000 Griechen leben in der Stadt. Eine bald 2.000 Jahre alte Tradition scheint auszusterben. Ein Jahrhundertfest im ökumenischen Patriarchat in Istanbul. 800 Jahre nach der Verschleppung durch Kreuzfahrer kehren die Kirchenväter Johannes Chrysostomos und Gregor von Nazianz am 27. November vor 2 Jahren an die Stätte ihres Wirkens zurück. Patriarch Bartholomäus hat ihre sterblichen Überreste auf dem Flug von Rom an den Bosporus begleitet, nachdem er sich mit Papst Johannes Paul II. Über die Rückgabe geeinigt hatte. Der 65-jährige Bartholomäus ist nach der Überlieferung der 270. Inhaber des Patriarchenstuhls, zu dessen Vorgängern im Amt auch die beiden nun heimgekehrten Kirchenväter zählen. Vom einstigen Sitz des Patriarchen von Konstantinopel ist nicht mehr viel übrig geblieben. Zwar ist Bartholomäus geistiges Oberhaupt von etwa 300 Millionen orthodoxen Christen, doch trotz nach wie vor großen griechischen Grundbesitzes in der Stadt wirkt der Gebäudekomplex des Fanar nicht gerade wie ein Zentrum der Macht. Nach türkischer Lesart ist der Hausherr ausschließlich Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Christen in der Türkei. Deshalb wird ihm auch der Titel ökumenisch bestritten. Und der jeweilige Patriarch muss türkischer Staatsbürger sein.
So hat auch der jetzige Amtsinhaber seinen Grundwehrdienst in der türkischen Armee geleistet. Regelmäßig im Sommer besucht der Patriarch die Städte seiner Kindheit, die Insel mit dem griechischen Namen Imvros, türkisch Göcce Ada, nahe der Meerenge der Dardanellen. Hier ging er als Kind kleiner Leute zur Grundschule. Sein Vater betrieb ein kleines Café, dem er gerne einen Besuch abstattet. Dass er später einmal in der Theologischen Hochschule auf einer der Prinzeninseln nahe Istanbul, in Rom und München studieren würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Ein Mann, der 7 Sprachen spricht, der von unzähligen Staatsmännern und gekrönten Häuptern besucht oder empfangen wird und mit vielen Ehrendoktortiteln und Preisen weltweit bedacht. Beim Spaziergang über die Insel begleitet ein alter Freund, der in Tübingen studierte und heute als Theologe an der Universität in Athen lehrt, den Patriarchen. Orthodoxe Griechen sind auf dieser Insel heute kaum mehr zu Hause. Folgen einer Geschichte, die Jahrzehnte zurückreicht und tiefe Wunden geschlagen hat. Das Verhältnis mit dem türkischen Staat ist zerrüttet und so sucht Bartholomäus den Ministerpräsidenten auf, der selbst ein religiöser Muslim ist. Recep Tayyip Erdogan möchte sein Land auf dem Weg in die europäische Gemeinschaft voranbringen. Und Religionsfreiheit ist ein wichtiges Kriterium. Der Patriarch danach diplomatisch. Wir sind sicher, dass unser Staat im Rahmen des Demokratisierungsprozesses und als eine Türkei, die auf dem Weg nach Europa ist, für die vielen Probleme der Minderheiten, vor allem für die griechische Gemeinde, in kürzester Zeit konkrete Lösungen finden wird. Eines der Probleme, die die griechisch-orthodoxe Gemeinde und mit ihr den Patriarchen beschäftigen, ist der Priesternachwuchs. Bis in die 70er Jahre hinein wurde er in der kirchlichen Hochschule auf der Insel Heybiliada, griechisch Halki, im Marmarameer ausgebildet. Auch Bartholomäus erhielt hier seinen ersten theologischen Schliff. Doch dann schloss der Staat diese Institution mit der Begründung, dass Hochschulen nur unter seiner Kontrolle betrieben werden dürfen. So herrscht seit mehr als 30 Jahren gähnende Leere. Die wenigen Priester können kaum mehr die wenigen Kirchengemeinden versorgen. In den letzten Monaten keimte mehrfach die Hoffnung auf, dass Ankara sich zu einer Wiederzulassung durchringen könnte. Bei der Jubiläumsfeier eines griechischen Gymnasiums etwa ließ der Erziehungsminister Konzessionen durchblicken. Wenn eine Hochschule eröffnet werden soll, dann wird sie der Kontrolle des zuständigen Hochschulrates unterliegen. Wenn diese Bedingung erfüllt wird, gibt es keinen Grund, die Hochschule auf der Insel Heybeli nicht wieder öffnen zu lassen. Das möchte ich klar vor Ihnen hervorheben. Doch der Vorschlag scheiterte im Parlament. Schon zur guten Tradition geworden ist in den vergangenen Jahren eine besondere Einladung des Patriarchen. Im muslimischen Fastenmonat Ramazan bittet Bartholomäus zum Iftar, zum Fastenbrechen, dem traditionellen muslimischen Abendessen nach Einbruch der Dunkelheit. Allah hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu diesem Treffen des Fastenbrechens zu versammeln. Allem voran danken wir ihm und preisen seinen Namen. Und dann bedankt er sich beim Vorsitzenden des Vereins für die Unterstützung Querschnittgelähmter, dass er diese Einladung angenommen hat. Natürlich ist Bartholomäus regelmäßig auch zu Iftar-Essen führender Muslime und Politiker eingeladen. Aber dieses hier ist für ihn eine praktische Möglichkeit für das, was man sonst vornehm interreligiösen Dialog nennt. Am Fest Maria Himmelfahrt ist der Patriarch auf die griechische Insel Lesbos gereist, die in der Nähe der türkischen Ägäisküste liegt, um einen feierlichen Gottesdienst zu zelebrieren. Unter den Ehrengästen neben zahlreichen hochrangigen griechischen Militärs auch Staatspräsident Papoulias.
Hier leben viele Griechen, deren Vorfahren in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts im Rahmen des sogenannten Bevölkerungsaustausches die Türkei verlassen mussten. Unter ihnen ein Freund, der ebenfalls von der Insel Imvros, heute Göce Ada, stammt. Er ist ein Mann, der viele Sprachen spricht, einen scharfen Verstand besitzt und sehr kultiviert ist, sagt er über den Patriarchen. Und dabei ist er überaus bescheiden. Über Lesbos darf die Fahne des ökumenischen Patriarchen flattern. Sein Ansehen aber reicht weit darüber hinaus. Die Armenier, eine weitere christliche Konfession, die bis heute unter der Verletzung ihres nationalen und religiösen Status leidet. Meserot II. Ist ihr Patriarch. Seine Gemeinde umfasst etwa 60.000 armenisch-orthodoxe Christen in der ganzen Türkei. Im muslimisch dominierten Volk der Türken fristen die Armenier eine Randexistenz. Vor dem Ersten Weltkrieg dagegen bildeten sie die größte christliche Gemeinschaft im Osmanischen Reich. Im Ersten Weltkrieg unterstützte die armenische Minderheit die russische Seite. Man erhoffte sich davon die Unabhängigkeit von den Türken. Die jungtürkische Regierung aber beschloss die Vertreibung und Vernichtung der Armenier. Staatsgründer Atatürk bezeichnete 1920 den Völkermord als eine Schandtat der Vergangenheit. Doch spätere Regierungen, auch die jetzige, bestritten, dass die Morde systematisch verübt worden seien. Nach unabhängigen Schätzungen fielen den Vertreibungen und Massenmorden im Jahr 1915 eine Million Menschen zum Opfer. Offiziell ist von tragischen Vorfällen die Rede. Intellektuelle wie der türkische Literaturpreisträger Orhan Pamuk äußerten sich zum Tabuthema Völkermord und setzten sich dem Protest türkischer Nationalisten aus. Pamuk wurde wegen Verletzung des berüchtigten Paragraphen 301 angeklagt. Der stellt die Beleidigung des Türkentums unter Strafe. Die armenische Wochenzeitung Argos und ihr Chefredakteur haben dafür gesorgt, dass in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für das Unrecht an den Armeniern gewachsen ist. Den armenischen Journalisten erwartet noch ein Prozess wegen Beleidigung des Türkentums. Wenn der Papst mit dem armenischen Patriarchen zusammentrifft, rücken die Armenier für einen Moment wieder ins Interesse der Öffentlichkeit. Zur Konfliktlösung dürfte das kaum beitragen können. Im Gemeindevorstand in Istanbul. Im Fernsehen läuft der Papst. Heile Welt. Dabei ist auch der Amtssitz der Kirche in Istanbul von Enteignung bedroht, obwohl Bischof Saar Mitglied im Interreligiösen Rat der Türkei ist. Das Land verlassen, wie ganze Generationen von Christen vor ihnen, das wollen sie nicht. Ihr Selbstbewusstsein ist gewachsen. Aber Christen in der Türkei, das bleibt ein Spannungsverhältnis.